Nächte sammelst du auf diesem Weinberg deine Welt. Doch alle Knechte, die da kamen, sind jetzt tot. Also kam dein Sohn persönlich und veränderte die Zeit. Doch auch schlug man und vergrößerte die Not. Und nun hast du dich aufgemacht und kommst an Leute, und zwar durch uns auf diese Erde. Und die Dinge ändern sich. Wir sind verwandelt in dein selbes Bild durch Anschau deiner Herrlichkeit. Und du setzt durch uns um, was du versprichst. Ganz praktisch fängst du bei mir an und hörst bei mir jedoch nicht auf. Denn das Gesamte zu verwandeln ist dein Ziel. Und so entsteht jedes Organ und langsam bildet sich dein Leib. Und Feind für Feind geht uns zu Füßen wie im Spiel. Wenn wir nur ausgerichtet bleiben und uns selbst dabei verleugnen, das Gesamte heben und im Wort verharren, dann werden sich die Knie beugen, jede Zunge wird bezeugen, dass du Herr bist von den Weisen bis zum Narren. Du verwandelst uns zu dir und kommst wieder her in mir, Herr, in uns, in deinen Leib, den du auslebst. Ich tausche meine Schwachheit ein, denn deine Stärken müssen sein, damit ich wirklich kompromisslos als ich gehe. Synchron zu dir leb ich, denn du lebe nicht mehr ich. Du lebst mich aus als eine Zelle deiner selbst. Herr, mit deinen Augen sehen, deine Gefühle zu verstehen, zu gehen, wenn du gehst, zu halten, wenn du hältst. Nun führe ich auch meinen Nächsten tiefer in die Vision. Er wird aktiv verfolgt, so auf dem Friedenston. Wir wecken unser Umfeld auf und heben es dabei hoch, denn unser Endziel ist nur der gesamte Strom. Wir kümmern uns um unser Nächsten, unser Umfeld, wo wir sind, und schauen weg von uns, denn das ist ja der Hit. So wird das Umfeld hier verwandelt, jeder springt damit hinauf, gibt sich hinein und fließt mit diesem Strom mit. Auch wenn die Katastrophen kommen und die Krisen sich mehren, nichts erschüttert uns mehr, wenn wir nur verstehen, dass Organismus unser Schicksal ist und dass wir nur noch einen, nicht mehr viele kleine Wege gehen. Ja, geführt von Jesus selbst, der unser Kopf ist, uns führt, der uns sehen lässt, so wie er selber sieht, der echtes Leben und den Glauben täglich in uns wachsen lässt, so dass tote Teufel panisch vor uns fliehen. Du verwandelst uns zu dir und kommst wieder her in dir, Herr, in uns, in deinem Leib, den du auslebst. Ich tausche meine Schwachheit ein, denn deine Stärke muss es sein, damit ich wirklich kompromisslos als dich gehe. Singt dir zu, wunderbar, oh Gott, bist du, hast uns befähigt, dich zu sein, Herr, hier auf Erden. Und wir fassen es so neu und bleiben stets in diesem Treu, auszusprechen, was wir in dir sind und werden. Mitgehen mit dir sind wir nun, in allem, was wir immer tun, bewegen wir uns so wie du durch deinen Geist.